Oh Mann, wir haben größere Probleme. Oh fuck. Es wird hier immer besser. Aua. Aua. Ich könnte mal den Bone dafür benutzen. Ist das widerlich? Bein amputiert. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Ja, nun gib doch her den Bus. Ach komm, was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Autsch. Naja, vielleicht. Hat er nicht viel gebracht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung. Mittelmäßig, schätze ich. Mann. Aua. Naja. Bone Duster ist so eine Sache. Hm. Hinter dem Wagen. Kann ich mich so mit anfreunden. Noch mehr Burnouts. Ja. Brennende Burnouts. Hab ich nicht mal Nachbrenner für dich. Die Dinger geben keine Ruhe! Immer schön Rutschgefahr gepaart mit Arschexplosion. Das aber nicht immer klappt. Ja, fantastisch! Oha! Bewegung, hallo! Naja, es macht uns den Weg frei, also. Wir hier rüber. Danke. Hat er mit dem Reifen geschmissen? Kollege, irgendwann hört der Spaß auch auf. Lecker Muskelsaft. Tja. Geil. Oha. Hier geht's abwärts. Oha. Verärgerst du eigentlich jeden, dem du begegnest? Mehr oder weniger schon. What the fuck? Leute. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Problemchen. Oh, netter Schuss. Der war auch okay. Das ist doch bestimmt das Vieh, von dem ich die Eier am Anfang kaputt gemacht habe. Die Mutter. Dass das bis hierher gelaufen ist? Krass. Lol, Hauptsache er schmeißt erstmal die Waffe mit. Und packt sie. Das ist wie, bestimmt wie bei einem T-Rex. Wenn man sich nicht bewegt, dann sieht er einen. Nein, das fass ich nicht! Oha. Probleme! Krasse Probleme. Was ist dem Ding angetan? Seine Babys getötet? Was? Nein! Natürlich nicht! Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater! Grayson! Hat dich manipuliert! Sag ihr die Wahrheit! Runter mit der Waffe! Verarscht du mich! Nein! Dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet! Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein. Wie du es versprochen hast. Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich ein Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet,
sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht. Die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser! Boah. Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Nein! Alter! Verfluchter Hurensohn! Denkt doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus! Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dad Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zur Ulysses durchschlagen. Geil. Und die Bombe deaktivieren. Er kann doch nicht einfach die Olle da wegschubsen, komm, wo kein Geländer ist. Sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Tja, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, dass ich im 6. Akt im 1. Kapitel bin. Das da heißt, Papa bringt euch hier raus. Fragt sich nur, wer Papa ist. Ist es Grayson? Ist es der General? Oder ist es am Ende Ishii? Man weiß es nicht. Hört auf zu trödeln! Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen. Es klingt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Ja. Na, wer ist denn da? Der Newsport! Ja, nur habe ich aber ganz schön viele noch erwischt. Insgesamt. Mehr als erwartet. Opa, das nennt man also einen Gammasturm. Hör auf zu flennen, Sushi-Wichser. Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Genau. Denn soweit ich mich recht erinnere, können Gammastrahlen nicht durch feste Materie hindurch, oder? Welche Strahlen waren das, die total schwach sind? Oh Mann, Physik ist zu lange her. Oha, eine Ladung kostet 1000. Eieiei. 1000 ist viel. So, ich möchte aber nicht mal den Bone Duster haben, dann nehme ich... Ach, die sind alle irgendwie doof, die Waffen. Naja, vielleicht. Tja, an dem Punkt wärst du auch, wenn du bei mir geblieben wärst. Ich verlor die Kontrolle an die AI. Wenn du dich genug amüsiert hast, könntest du den Banshee zur Luftunterstützung verwenden? Ich werde zu Fuß zu Serrano gehen. Ich fliege. Und ich schieße. Dann mal los. Ah, okay. Deckung. Bin dran. Halt sie mit dem Blech geschossen aus. Hier kommt Hammerschwanz Jones mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Ich mach den einfach mal hier. Chaos. Ein Vulture, holt ihn runter. Kostet den salzigen Geschmack der Verderbnis ihr Hirntoten Beikanotten. Fuck yeah. Fuck yeah. Sagt er da. Lol, damit hätte ich auch ihn killen können. Aua! Mama Bär hat uns gefunden. Sie muss wohl deinem Geschenk gefolgt sein. Bring mich zu ihr rüber. Die wird nicht mehr lange Jagd auf mich machen.
Wenn die Riesenschlampe weiter auf das Gebäude losgeht, bricht es zusammen. Und wir verlieren beide. Okay. Zack. Zack. Pass auf! Ja! Dass der Helikopter das geschafft hat noch. Eine fiese Wunde am Hinterkopf. Baller alles rein, was du hast! Sorry. Aber sie hat gesagt, ich sollte ihr dahin schießen. Das ist keine gute Idee, da rein. Der einzige Weg führt mitten durch. Schieß das Fenster raus! Heiß und fertig, aufgepasst! Okay, alles klar. Schieß jetzt! Hat die nicht mal irgendwann genug? Goldschatz, 3 Uhr! Wie 3 Uhr? Was ist die 3 Uhr? Na gut, da. Nochmal einen sauren Dino. Hey, kannst du mich hören? Yep. Hey, unten bleibt was Deckung. Ich hab mich verschanzt. Oha. Harte Action. Ihr hässlichen Schlammficker. Hat er gesagt Schlammficker? Würde denn sowas tun? Ah, verdammt, verfluchte Scheiße! Also den Schlamm ficken, nicht so eine Beleidigung aussprechen. Ishii! Was ist denn mit deinem Gesicht passiert, Sohn? Wir müssen los, sofort! Biss dich nicht ein, Selbstzerstörung wird aktiviert! Wir haben keine Zeit! Om nom 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 nom. Oh, ha, es hat die Selbstzerstörungskapsel gefressen. Und Mama geht schlafen. Und wir sind auch da. Grayson, General Pisswichser. Ho. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeigt diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit.